Edel, arm oder reich, der Tod macht alle gleich, sagt ein Sprichwort. Stimmt das? Wie war das zum Beispiel 1600 vor Christus auf Mallorca? Wir besuchen eine Nekropole im Norden von Mallorca, in der Nähe von Pollença. Es handelt sich um eine prähistorische Höhlengruppe. Während 1887 noch 14 dieser Höhlen gezählt wurden, sind heute noch 7 erhalten. Entstanden sind sie 1600 vor Christus in der mittleren Bronzezeit als Grabstätten für Verstorbene. Weil auch sie Plünderungen zum Opfer fielen, sind nur noch die Strukturen erhalten. Edel, arm oder reich, der Tod macht alle gleich. Das sahen die Menschen damals vermutlich anders, denn diese Grabhöhlen wurden ganz unterschiedlich gestaltet. Manche haben eine simplere, andere eine aufwendigere Struktur. Es gibt größere und kleinere Gräber. In einer der Höhlen fand man ein zylinderförmiges Steinheiligtum, ein sogenanntes Idol. Eine andere Höhle bestand aus mehreren Räumen und war vermutlich mit einer Grabplatte und zahlreichen Grabbeigaben ausgestattet.